Guten Morgen. Willkommen zum neuen Video. Schön, gell? Mhm. Wenn wir schon mal dabei sind, wir vergleichen heute mal alle vier RS6 Modelle. Vom ersten bis zum letzten. Also vier Stück insgesamt. Ich wollte sie einfach mal alle vier mal nebeneinander stellen. Also von vorne und von hinten mal ein bisschen vergleichen. Wie diese Schritte, also ich habe nämlich noch nichts gefunden. Ich wollte schon mal sowas vergleichen, aber du findest nichts im Netz, ne? Ja. Das ist ja auch das, wir reden ja oft, also es gibt ja viele Videos, eigentlich sind wir jeden RS6 ja schon mal gefahren. Mhm. Und da reden wir immer über, das hat sich verändert und das, aber so ist eigentlich cool, wenn man es wirklich live richtig einfach sieht. Man sieht ja auch an den Schlüssel, dass die mit der Zeit auch moderner geworden sind. Mhm. Ne? Eigentlich wurden sie fast immer schlanker, ne, der ist schlanker, der nicht. Aber was mir auffällt, das war ein 0815 Schlüssel, also hätte auch ein Diesel sein können, der auch. Mhm. Und da hat es angefangen mit dem RS-Symbol, ne? Ja. Und hier hinten auch. Wobei der ja auch wie alle anderen ist, nur bis auf Symbol, ne? Wahrscheinlich nur hinten ist er. Deckel anders. Richtig. Was mich aber jetzt ganz ehrlich ärgert, außer es gibt es und ich weiß es nicht, aber also eigentlich wäre es mir bekannt, wenn es so wäre. Was denn? Keyless Go ausschalten. Okay. Geht das bei Audi? Wir sind immer ehrlich, also ich kann auch mal gern googeln. Ja, da gibt es nur so Dinger. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das so Verpackung. Ja, das ist ja. Schutzhülle. Kannst du auch Alufolie drum wickeln. Also ich weiß es nicht. Verzeiht mir, wenn ich falsch liege, Audi. Aber bei Mercedes ist es so. Ich drücke da, wenn ich das Auto jetzt vor der Tür abstelle, und es wurde ja C63 AMG Coupé vor 2 Jahren. Mitte, Ende 17. Wurde vor der Haustür geklaut. Ja, der war weg. Und das bis dato hab ich es aber nicht gewusst, natürlich, von der Auslieferung her, dass ich, also Mercedes hatten mir das auch beim Abholen nicht gesagt, dass man, wenn man dreimal auf zudrückt, auf den Knopf, dann ist Keyless Go am Auto deaktiviert. Das heißt, wenn ich nochmal ins Auto hingehe, kriege ich die Türe mit dem Schlüssel in der Hand nicht auf. Du musst wirklich kommen. Ich muss nochmal hier auf aufdrücken, dann geht er auf. Mhm. Finde ich cool. Klar. Also wenn du das so haben willst, drückst du nur einmal dreimal drauf. Jetzt landet das Ding immer in so einer Blechdose zu Hause, ne? Dass da keinen Empfang gibt. Außer Audi kann das auch. Ich weiß es nicht, ob die es können. Also mir ist nicht bewusst, mir wurde es auch nicht gesagt. Das ist generell so eine schwierige Sache mit dem Keyless Go. Du weißt ja auch nicht, ob das einfach abfangen, wenn du nur den Knopf drückst und das Signal speichern oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht an die Autodiebe unter euch, schreibt mal rein, wie es am besten ist. Ja, genau. Wenn ihr damit Erfahrung habt mit Autoklauerei, dann schreibt einfach mal. Am besten Anschrift noch mit rein. Schreibt drunter, wie das am besten geht, bei welchen Autos ist möglich, bei welchen nicht. Nein, das dürfen wir nicht unterstützen, sowas. Natürlich nicht. So, jetzt fahren wir die Autos. Zwei sind ja schon draußen, jetzt fahren wir den hier raus. Mhm. Und dann holen wir zuerst den anderen. Aber genau, holen wir den. Pass auf deinen Kopf. Auf. Wir müssen nämlich den Golf wegschieben. Mhm. Gut wäre es, wenn der auch schwarz gewesen wäre. Hätten wir einen besseren Vergleich. Regen ist manchmal gut, manchmal nicht. Zu wenig Regen ist schlecht. Aber Regen, wenn man filmen will, ist extrem schlecht. Ja, jetzt solltest. Es ist ja gut, dass manchmal wirklich schönes Wetter ist, aber mir kommt immer der Winter so ewig lang vor. Ja, das stimmt. Und der Sommer ist so kurz immer. Mir kommt wirklich so vor, als wäre der Sommer immer nur so 3 Monate. Übrigens habe ich einen Termin im Kopf. Ende April, Samstag und Sonntag. Okay. Carsten Sucuk. Okay. Und mega Leckerei gibt es da noch was dazu. Spezialanfertigung habt ihr so noch nie gegessen. Ganz kurz vielleicht für die Leute, die das Video oder uns noch nicht so kennen. Carsten Sucuk heißt Treffen hier mit Sucuk. Zeige ich euch. Der ganze Hof wird im Prinzip mit Fahrzeugen, vorerst natürlich Kunden von uns, der ganze Hof voll gemacht. Und wenn noch Platz ist, stellen wir auch noch gerne andere Autos dazu. Da könntet ihr uns auch per E-Mail vielleicht was zuschicken. Das klären wir aber alles noch. Das klären wir noch. Mit alle Leute, die mit uns was in Projekten zu tun gehabt haben, stellen mit aus. Hier, also in den geschlossenen Bereichen. Also wie ein Tag der offenen Tür eigentlich. Richtig. Und mit Halle, Begehung und alles drum und dran. Und da werden wir, was soll man Datum mal grob nennen? Schaut mal bei Facebook rein.
Schaut in die Levela-Community rein. Wir machen da eine richtige Veranstaltung rein mit Termin und allen Infos, bevor das jetzt... Ja, aber dann kriegt das immer nicht jeder mit. Wir posten es auf jeden Fall in der YouTube-Community auch noch rein. In den Community-Tab als Info. Das kriegt schon jeder mit, der Interesse hat. Es regnet noch mehr wie vorhin. Sollen wir warten, bis es aufhört? Vielleicht besser. Wir können die anderen beiden ja noch schön daneben stellen. Ja, die packen wir noch um und dann machen wir gleich wieder weiter. So ist es besser. Ist es jetzt fix mit dem Termin? Termin ist fix, ja. Termin ist fix. Könnt ihr euch schon mal einplanen? 11 bis voraussichtlich 18 Uhr. Ich denke 18 Uhr. Wir werden gleich rausschmeißen, aber... Ja, aber wir hatten schon ein bisschen länger mal hin und wieder, ja. Gut, wie gesagt, alle vier sind jetzt schön anzusehen hier. Ich würde mal anfangen von der Front. Also es geht schon langsam eine Steigerung. Ne? Gut, ich sag jetzt mal, zwischen denen zwei war ein Riesenunterschied. Von ja, der Motorisierung. Auch der Grill hat ja wahnsinnig viel ausgemacht, der Single-Frame-Grill. Ja. Ist ja brutal. Das zum einen mal, da hat es angefangen, also da war ein gewaltiger Unterschied. Einmal Motor. Und dann halt auch diese Backen, dass sie das ganz früher nach diesem Urquattro praktisch hier übernommen haben. Ja, mit den Kanten, vorne und hinten. Hier waren es noch die Runden, so schön abgerundet. Was gefällt dir persönlich besser? Kann man eigentlich fast nicht vergleichen, ne? Ja? Und der, ja. Genauso der neue RS4. Stimmt. Oder die neue Renn. Sind ja auch alle mittlerweile so. Eckiger, ja. Und ich fand die Runden besser, jetzt beim B7 und beim B5 fand ich die besser. Was halt hier einen riesen Unterschied nochmal gab, bei der Bremse, alternativ Keramik, musst du aber auch haben. Und ich finde, du musst bei allen Modellen eigentlich, bei dem gab es ja kein Keramik. Leider nicht, wobei das ein Riesenproblem war. Viele haben ja umgerüstet dann auf Wave Discs und extrem, so. Extrem, extrem Problemfall. Eigentlich hast du ein Problem bei allen, finde ich. Ja, gut, mit ein Stadt. Schweres Auto, super schnell. Wenn du jetzt in der Stadt guckst, nicht, ne? Aber wenn du wirklich viel auf Autobahn bewegst und auch mal ein paar Mal runterbremst, hast du bei diesen drei, wohl beim letzten weiß ich es jetzt noch nicht, habe ich noch nicht in Stahl gefahren. Aber die zwei waren brutaler Unterschied. Aus dem Grund würde ich sagen, hier auf jeden Fall Keramik ist Pflicht. So, Motorisierung 10 Zylinder zu 8 Zylinder. Die folgenden wieder 8 Zylinder. Also, ist schon brutal. Und jetzt machen wir mal am besten mal die Lichter mal an und du gehst zurück. Fangen wir mal das Ganze mal an, so von vorne mal anzugucken, was sich auch in der Beleuchtung getan hat. Ne? Hier ein Birnchen, ja. Voll süß. Wo wahrscheinlich überall verbaut wurde, bis zum 2er Golf. Hier hat es dann angefangen mit den LEDs, die ersten, wobei der RS6 und A6 war schon ein Unterschied. Die und jetzt sind wir bei dem. Das ist natürlich noch vor Facelift. Der Facelift hat ja hier in der Mitte einen durchgehenden und dann geht es nach unten nach oben. Wobei ich jetzt einen Vor-Facelift besser finde, weil er einfach so eine schöne Kontur hat. Ich meine ein bisschen böser, ne? Und wirkt tiefer. Stimmt. Weil sie unten ist, also mir gefällt, ich habe ja damals nur Facelift-Rückleuchten ausgetauscht und nicht die Scheinwerfer. So, das ist schon mal eine andere krasse Nummer, ne? Ja. Und das hat sich innerhalb 20 Jahren jetzt im Prinzip gedauert. 17 Jahre. Okay. Single Frame. Ja. Hat natürlich extrem viel ausgemacht. Ja. Assistenzpaket oder beziehungsweise Distronic war ja früher hier so eine Aussparung. Der hat es jetzt nicht. Da hat er so eine Aussparung gehabt. Hat nicht gestört, finde ich. Der hat sie rechts und links hier drin. Ist auch okay, weil früher waren ja Nebenscheinwerfer auch immer unten rechts links. Ja, also finde ich jetzt nicht schlimm. Ja.
Fand ich aber geil mit dem Quattro-Schiff. Mhm. Das war richtig fett. Fand ich mega, wenn es auch beleuchtet. Ne? Mhm. Und hier ist jetzt kein Quattro mehr. Klar, alles kantiger. Und gerade diese Einlässe hier machen auch viel aus. Aber die zwei Dinger finde ich jetzt nicht schön. Generell finde ich die Front besser, weil sie auch gerade ist. Ne? Mhm. Im Gegensatz zu den anderen. Ja. Jetzt hier war es schon rund, hier wurde es ein bisschen weiter gestreckter und da ist es kerzengerade. Wobei es echt schwierig ist. Ne? Also eigentlich finde ich den 4B, also den C5, kannst du fast nicht vergleichen, weil der ist so... Ja, der ist gut komplett raus, ne? Ja. Eigentlich. Ja. Eigentlich wirklich die 3. Ja. Also Riesensatz. Ja. Von dem zu dem. Von dem zu dem auch ein Riesensatz, aber nicht Thema Leistung, sondern von den Fahreigenschaften. Performance, Kurven, zigmal besser wie der. Und zwischen den zwei ist es in meinen Augen wirklich von Fahreigenschaften her kein großer Unterschied. Ja, Hinterachslenkung, sei es mal dahingestellt. Optik ja, aber nicht vom Fahreigenschaften her. Finde ich jetzt den Sprung nicht mehr groß. Auch von der Leistung her ist er auch nicht mehr. 40 PS oder was es da sind. Ne? Ich würde die auch nachher mal gerne mal eigentlich wiegen wollen. Wäre eigentlich sinnvoll. Ne? Mhm. Jetzt komm mal zu der Seite. Von der Seite hat sich das nicht viel getan. Also dass sich jetzt der Heck oder so ein bisschen abfällt oder sonst was. Aber die stehen jetzt alle in einer Linie. Guck mal rein. Mhm. Siehst du das? Ja. Sieht man das so? Ja. So, jetzt guck mal von hinten, was sich da getan hat. Also ein bisschen länger geworden, ne? Ja, ein bisschen ist gut, ne? Also man merkt einfach, dass die einfach wachsen. Ne? Meinst du, das liegt daran, dass er im Motorraum mehr Platz bekommen hat und alles nach hinten gewandert ist? Weil ich glaube im Gesamten überall etwas. Also vom Kofferraum, Rücksitz, vorne, also immer ein paar Zentimeter dazu und dann... Die werden ja immer länger. Ja. Gut, die werden länger, die werden teilweise schwerer. Die kriegen auch immer eine größere Bremse. Ja. Ja, wieso hat der jetzt wieder eine größere Bremse wie der? Außer der 4F hat eine größere Bremse wie der 4G. Stimmt, ja. Die Keramik war größer. Die war größer, die hat eine kleinere. Und von natürlich hinten? Der Abrollumfang von den Reifen wird immer größer. Mhm. Ja. Also 22, 21, 20, 19 waren praktisch die Maximumräder serienmäßig. Wobei, da ist jetzt wirklich nicht. Also ich finde nicht, dass der trotz seiner 7 Jahren nicht alt aussieht. Und es gibt viele Leute, ich habe da letzte Woche habe ich ja mit so einem Pärchen, wo da war, einen Reifen abgeholt haben, habe ich mich unterhalten und die haben ja so einen auf dem Facelift-Modell und ich habe den eigentlich abgeraten, so einen zu kaufen. Weil also wenn du jetzt wirklich 1-2 Jahre alten hast und dieses Performance-Paket hast, brauchst du denn wirklich nicht mehr. Also jetzt ja, nicht böse. Ich denke, das ändert sich in 2-3 Jahren. Wenn du mehr neue A6, A7 und so weiter siehst, dann denkst ja, du schon, der 4G ist vielleicht aber alt. Aber jetzt diesen Sprung zu machen, den jetzt sofort zu verkaufen, obwohl er jetzt 1,5-2 Jahre alt wäre, ja. Ich würde kein Plus-Thema sehen. Also Optik halt allein, ne? Also dass man sagt, der ist halt einfach moderner, aber vom Gefühl her? Ja, hat er da viel mehr. Also vom Display her ist er mehr, aber der hat eigentlich die gleiche Ausstattung wie der. Also der hat nicht mehr. Ja, Gegensatz zu denen, da gab es bestimmte Ausstattungen noch nicht. Ja, ja, klar. Aber zwischen denen zwei. Es wird ja auch für die Industrie immer knapper. Klar, es wird immer enger. Das Einzige, was du da halt hast, ist dieses Connect oder so, wo du halt mit solchen Schnickschnack was machen kannst. Ne? Benutzt du das? Wofür? Ich auch nicht. Viele benutzen das einfach als Office oder keine Ahnung im Auto, aber ich habe das noch nicht einmal benutzt. Von innen, wie gesagt, man braucht da wirklich nicht viel dazu sagen. Darfst nicht wem, der ist jetzt dreckig. Wir kriegen dafür auch was Schönes von Letef, ne? Schöner Boden. Ja, von hinten leuchten natürlich auch wieder LED. Hier schon mit den Rippen, da durchgehend. Der hat einzelne LEDs und das war einfach eine Birne. Einfach eine Birne. Aber ich finde es gut, dass die da wieder abgewichen sind und das wieder gebaut haben beim RS6. Finde ich auch viel schöner. Guck mal, also auch von hinten her. Jetzt unabhängig vom Diffusor. Der ist wobei ja ich den vom 4G ja wirklich viel, viel schöner besser, finde. Besser, ja. Aber der ist in meinen Augen immer noch aktuell.
Ja, auch von den Rückleuchten, es hat sich klar die Kontur irgendwo getan, ja. Mit ein bisschen Spielerei, LEDs und so, aber ja. So, jetzt wird es wieder mehr. Wir gehen, glaube ich, rein und wiegen die, aber ich brauche die Papiere nicht. Family, komm. Wir blenden da am besten mal was ein, weil er versucht jetzt auch YouTube zu machen zu Hause. Ich schicke dir das mal. Hallo, ich bin's, Levin. Hier könnt ihr mich noch mal sehen. Und hier zeigen wir uns heute mal unsere neue Felge. Also, hier Schlitze, Deckel. Und welcher ist der beste? Welchen findest du am schönsten? Das ist der älteste, dann der und dann der. Welchen findest du am besten? Die zwei in der Mitte. Echt? Ja. Warum? Weil der von Bündnis am coolsten und der alte, wo Mama immer gefahren ist. Und der ganz neue? Oh, warum nicht? Der ist hässlich. Der Tank? Zero. Ja, Viertel. 1840. Soll er haben. Soll er haben, ja. Das können wir vielleicht auch einblenden, dass man hinterher so eine Übersicht machen können. Dass man einblenden, was der jetzt wiegt. Ja. Was der serienmäßig an Leistung hat. Dass man das ist ja, was ich gerade vorhin eigentlich vergessen habe, draußen zu sagen, dass ja auch Riesenschritte auf, also von 450 PS, dann der Nachfolger mit 580. Also ich rede jetzt nicht von Plus-Versionen, sondern von normalen. Also 450, 580, dann wieder zurück auf 560 und jetzt auf 600 hoch. Also man merkt, dass oben eigentlich weniger passiert. Ne? Und ich glaube auch, dass die Nachfolger alle nur 20, 30, 40 PS mehr, also diesen riesen Satz wird es nicht mehr geben. Gut, man ist auch mit dem Motor runter. Ne? Mhm. Also von 10 auf 18. Was haben wir gesagt? Zwischen 1840 und 1880, je nach Ausstattung. Mhm. 1900. Okay. Sogar mehr. Sag mal. 1902, ja. Okay. Ist irgendwas Schweres geladen noch? Nö, ne? Auch von der Verteilung her ist es jetzt komisch. Der hat vorne links 572, vorne rechts 533, also 40 Kilo Unterschied. Mhm. Und hinten 373 zu 426, also fast 50 Kilo Unterschied. Oder über 50. Über 50, ja. Und das beim Vierteltank. Aber man weiß ja auch nicht, wie die Angaben früher waren. Ne? Ob die wirklich nackt, ohne Flüssigkeiten waren. Das haben wir letztens schon erwähnt gehabt, dass es wirklich von Fahrzeug zu Fahrzeug oder Hersteller zu Hersteller, vielleicht auch nach und nach die Modelle, ich weiß es ja nicht, was da jetzt angegeben ist, was ist da drin. Klar, kann ja sein, dass er leer ist. Ich kann ja mal kurz gucken. Leergewicht 1840 bis 1880. Was ich aber auch jetzt echt schade finde, der Begriff Quattro ist ja eigentlich ein Begriff, wo alle gesagt haben, Audi. Ne? Und Quattro, auch Allrad, also das war schon alle bei allen so im Kopf. Und dann gab es auch die Quattro GmbH. Mhm. Jetzt heißt es alles Audi Sport. Ja. Und nicht mehr Quattro. Ich weiß nicht, warum. Warum macht man das? Quattro war doch so, dürften die es vielleicht nicht? Vielleicht fand Audi das irgendwann blöd, dass so eine eigene GmbH, ist ja wie AMG oder sowas früher war. Nee, jetzt heißt es auch Audi Sport oder nicht? Jetzt heißt es Audi Sport, aber Audi halt nicht. Also Audi ist halt mit ach drin, so, damit dass Audi überall Audi stehen hat. Wobei Quattro war Quattro, ja. Klar. Das war das Ding. Ja, weißt du ja nicht, vielleicht hat es irgendwem nicht gepasst, dass da nicht Audi steht. Und haben sie gesagt, so. Ja, aber ich finde Audi Sport nicht besser. Nee. Also Quattro war für mich sofort klar. Ein Begriff, klar. Ja, aber jetzt Audi Sport, vielleicht ist es auch eine Gewöhnungssache, bis man in 20 Jahren denkt man Audi Sport, früher hieß es mal irgendwie Quattro. Ja gut, ich denke viele, die sich jetzt so nicht damit beschäftigt haben oder so ein Auto nicht hatten, die juckt es ja auch gar nicht. Oder haben es gar nicht am Schirm, ne? Ja, wir reden gut, es sind ja Generationsunterschiede mittlerweile da. Also Gewicht abschließend nochmal, was hatten wir jetzt, 1900? 1840 bis 1880 sollte er haben, hat aber 1900 Kilo. Also je nach Ausstattung 1880, aber was hat er denn? Was hat denn auch schon rausgemacht? Schiebedach? Schiebedach, das Solardach, ne? Ist ja Plus mit Solardach, oder? Nee. Normales? Okay. Normal, ja. Okay.
keine Ahnung, was es so ausmacht an den Dinger. So, jetzt parke ich den wieder hinten um. Und dann der nächste. Dann hole ich den nächsten. Ist wirklich jetzt unabhängig von dem großen Motor, sondern dass es dann auch mit Schalensitze gab. Ne? So richtige Schalensitze gab es, glaube ich, bei keinem. Nein, es gab diese Varianten und der hat jetzt auch keine Schale. Aber sehr bekannt, ne, das Schalensitze. Auch den Schritt von dem ersten zum zweiten hier finde ich von der Innenausstattung her auch ein riesen Step nach oben. Ne? Da sind die danach jetzt auch noch mal moderner, aber das war schon hochwertig damals hier. Also fast Reserve. 2100 Kilo soll er haben laut Schein. Okay. 2074. Kommt er hin. 30 Kilo weniger. Gut. Das ist echt verrückt, ne, wie die das gemessen haben. Weil der wird ja dann wahrscheinlich leer einfach 2100 mal gehabt haben. Oder halber Tank oder sowas. Es haben ja auch schon beim M3 schon viele Leute drunter kommentiert, welcher Hersteller wie das immer macht. Aber ist ja vom Hersteller zu Hersteller immer anders. Da stand nur mal was drin, dass man beim M3 so und so messen muss, also beziehungsweise wiegen muss, mit dem Inhalt und so. Aber ich glaube, das ist vom Hersteller zu Hersteller anders. Also 30, 25 Kilo sind hier weniger als angegeben. Hat auch vorne links 40 Kilo mehr und hinten rechts 50 Kilo mehr. Über 50 Kilo. Immer auch noch eine Fahrwerkseinstellung, ne? Wenn ein Gewindefahrwerk jetzt drin ist und du das halt so einstellst. Ja, macht auch klar was aus, aber wenn er in der Höhe gleich sein soll. Das ist halt die Frage. Das ist ja das, weshalb beim Motorsport ein Gewindefahrwerk eigentlich so einstellt, dass die Radlast gleich verteilt ist. Und nicht die Höhe. Mit Fahrer, genau. Ja gut, das ist ja auch Fahrer mit abgestimmt. Dann, ja, natürlich. Ne? Kommt ja auch nochmal hinzu. Gut, also 2070. Ah, schon Brocken. Bin mal auf den 4G. Ich glaube, der 4G ist leichter. 4G ist leichter, auf jeden Fall. Und der neue? Neue könnte schwerer sein als der 4G. Du weißt ja, was für was Elektronik dann drin ist, ja, ne? Und krass. Langstreckentauglichkeit, wirklich so 1000 Kilometer mal am Stück zu fahren, finde ich den jetzt persönlich am besten. Weiß nicht warum, aber besser wie den neuen. Okay, den neuen bin ich noch nicht gefahren. Aber jetzt bin ja schon zum Capristo und so hin und her, ne? Und irgendwie finde ich den gemütlicher, ich weiß es nicht, weil ich wahrscheinlich 100.000 Kilometer drauf gefahren habe. Angabe, Fahrzeugschein 2010 Kilo. Was schätzt du? Also er fühlt sich auf jeden Fall um einiges. Was war der andere jetzt? 2070. Also ich hätte gesagt, eigentlich 100 Kilo leichter. Locker. Mindestens, also vom Fahren her. Fuck. 1880. Du wie der 4B. Bist du mit deiner Schätzung ganz gut, ne? Das sind 100, 200 Kilo. Und die merkst du dann schon. Ja, merkst du die. Krass. Aber, muss ich dazu sagen, von der Gewichtsverteilung her, übel. Wieso hat der vorne 550 und hier links, also vorne rechts 550, 370? Boah, das kann aber nicht sein, oder? Kann es sein, dass irgendwas gerade nicht stimmt? Was heißt, ich weiß es nicht. Sollen wir schön nochmal runterfahren und wieder drauffahren? Also das finde ich jetzt auch, also kann schon sein, aber das finde ich schon heftig jetzt. Ja, aber keine 190 Kilo Unterschied von rechts nach links. Ja, das ist heftig. Hinten sind es 40 Unterschied. Wir fahren mal runter und wir gucken uns das von vorne an. Das ist auch. Jetzt alles neu. Jetzt fahre ich dann mal drauf. Moment, ich muss. Obwohl, guck mal, jetzt mit Fahrer ist 160. Obwohl, mit Fahrer 160 Kilo Unterschied. Er ist auf dich abgestimmt, da hast du vielleicht noch ein paar Kilo mehr gewogen, da du jetzt so abgenommen hast. Redet das nicht schön. 190 Kilo wirklich. Ja. 190 Kilo Unterschied. Ja. Kannst du dir das vorstellen, was das jetzt auf der Straße ausmacht? Gut, auf der Straße vielleicht nicht so, aber jetzt auf der Rennstrecke? Klar. Das ist brutal viel. Oder rechnen die immer, dass jemand drin sitzt mit 190 Kilo? Nein, das niemals. Das ist niemals. Oder liegt das, weil der Ovi die Räder gewuchtet hat, rechts vorne so, weiß so ich, viel Gewichte. 100 Kilometer also weniger. Die Gewichte sind da nicht drin. Ich habe mal eine Frage. Welchen RS6 würdet ihr nehmen, wenn Geld jetzt keine Rolle spielt? Von den vier? Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 oder Nummer 4? Nummer 4 ist neueste, 1 ist alt. Und jetzt unabhängig von der Kohle, welcher gefällt euch am meisten und warum? Das würde ich genau wissen. Ich kenne jetzt aber auch die,
Was mich gerne jetzt interessiert hätte, gut, beim vierten kann man es ja nicht sagen, was für Stückzahlen gab es von jedem? Das kann man das irgendwo nachlesen? Du kannst Zulassungszahlen einsehen, was jetzt zum Beispiel in Deutschland Zulassungen waren, aber ich weiß Deutschland. Nicht. Deutschland? Ja. Ja, ich will es weltweit wissen. Wie viel wurden produziert? Wie viel wurden, gingen die immer besser zum Verkaufen? Ich denke schon. Also ich glaube schon, dass der jetzt wirklich am meisten produziert wurde. Der ganz, ich. Der 4G meinst du? Mhm. Ja, ja, schon viel. Was mir auch vorgestern aufgefallen ist, ich habe da zwei Jungs waren da, die früher ein RS3 gefahren sind, früher ein BMW gefahren sind, ein Dreier, und jetzt ein RS3 fährt, einen aktuellen. Das war früher nicht zu denken. Wenn jemand früher BMW gefahren ist, der hat entweder einen 5er oder einen 3er oder einen M, irgendwas, aber ist bei BMW geblieben. AMG-Fahrer waren genauso und Audi-Fahrer auch. Was das extrem brutal auffällt draußen, dass wirklich jemand vom Golf auf den M3 wechselt, vom M auf den AMG wechselt, also dass die Leute heute viel markenoffener sind, also nicht mehr so wie, ich sag jetzt mal, vor 10 Jahren. Vor 10, 15 Jahren. Ein Audi-Fahrer hat gesagt, Audi und fertig, ausatmen. Aber heute springen die wirklich rum. Also du merkst auch, dass jedes Auto Fortschritte macht. Ja? Also es gibt, früher war das schon vielleicht ein Unterschied, aber jetzt gibt es ja AMG und M. Jetzt auch mit Allrad, vielleicht auch deswegen, keine Ahnung. Oder weil also, innen alles moderner und technischer wird und du jetzt nicht mehr so große Unterschiede hast. Gut, es kommt ja auch hinzu, dass die Leute auch nicht mehr 10 Jahre mit einem Auto fahren, sondern wirklich 1-2 Jahre. Und dann denkt er sich, ja, ich probiere den jetzt mal gern aus, weil er, Beispiel, ein M3 kommt ja auch versetzt raus, wie zum Beispiel ein AMG oder ein RS4. Und wenn der M3 heute rauskommt, das neueste Auto, dann sagen viele Leute vielleicht in dem Moment, ich wollte jetzt mir ein neues Auto holen, der M3 hat bisher jetzt momentan am meisten Leistung und. Vielleicht aus dem Grund. Aber ich kann mir das nicht erklären. Also ich habe den Typ letztens auch gefragt, warum springst du vom BMW auf RS3? Also gut, bei mir war es immer schon offen. Ja, ich habe immer ein offenes Herz für alle Autos. Daher hauptsächlich deutsche Fahrzeuge. Außer mein erstes Auto und mein zweites Auto waren alles Renault, ne? Das ist eigentlich schon echt schade, dass von sowas keine Videos oder sowas gibt früher. Ich habe ein Bild. Also nicht von dem ersten Auto direkt ein Bild, aber von so einem habe ich ein Bild. Ist sogar bei mir im Insta drin. Renault 5 für 300 Mark damals. Und danach schon ein Renault 5 Turbo, den ich mehr geschoben habe wie gefahren. So, jetzt fahre ich den raus. Das soll er haben. Mehr wie sogar der 4F. Laut Angabe 140 Kilo mehr wie der 4G. Also wieder 0. Ja? 2,190. Okay. 40 Kilo mehr. Das ist aber schon krass dann, ne? 2,2 Tonnen. Guck mal, wir haben jetzt 330 Kilo. Unterschied zum Vorgänger. Aber das ist wiederum gut, 6,20 zu 5,90, ne? Und hinten nur 35, 40 Kilo. In der Hinsicht ist er cool. Aber überleg mal das Leistungsgewicht eigentlich. Ich glaube, ne? Das aber, ja, gut, deswegen geht er auch um einige Schlechter, wie der 4G. Der hat aber jetzt verschiedene Ausstattungsmerkmale zusätzlich drin, was der 4G jetzt nicht hat. Hinterachslenkung, das, jenes. Das macht, glaube ich, auf jeden Fall noch ein paar Kilo, weil das hier so ein Klump, was da unten hängt, ne? Aber ich dachte, die wollten leichter werden. Aber das war jetzt aber 300 Kilo. Über 300 Kilo. Das aufs Leistungsgewicht rechnet? Wenn du rechnest, wie viel Leistung pro Kilo der jetzt hat, wie viel PS pro Kilo im Vergleich zum 4G? Gut, der 4G hat jetzt auch noch Leistung. Ja gut, das ist wieder was anderes. Also, dass der jetzt vielleicht über 2 Tonnen wiegt, das habe ich mir schon gedacht. Ne? Ich habe es auch nicht wirklich vorher geguckt. Ja, aber ich dachte, dass alle drei über 2 liegen oder 2 oder bis 2,2. Ist ja auch vollkommen in Ordnung für so ein dickes Auto, ne? Ja, aber mich hat es überrascht, dass der 4G so leicht ist. Wir haben das jetzt aus einem bestimmten Grund auch gemacht, weil uns auch viele angeschrieben haben, da wir jetzt wirklich alle 4 RS6 Modelle da haben, solange sie auch noch alle 4 da sind, warum wir nicht einfach mal alle so vergleichen. Ja. Fazit, wenn ich mir aussuchen könnte, würde ich den 4G nehmen und dabei auch bleiben, weil du den optisch und leistungsmäßig wirklich sehr weit bringen kannst. Kannst du auch mit dem 4F, aber ich meine jetzt auch vom Fahren her, vom optischen her. Gut, da ist noch zu wenig Erfahrung,
Aber wenn du schon mal Basis 300 Kilo mehr hast, ist das schon mal ein Wort. Ja gut, für meinen, der ist einfach nur ein Reisekombi, ne? Und kein Rennwagen und juckt es halt nicht. So viel zu diesem Video. Vielleicht können wir noch dazu sagen, für die Leute, die jetzt wegen dem Video das erste Mal zuschauen, dass wir die Zeiten alle schon verglichen haben. Stimmt. Also es gibt bei uns in dem Channel, haben wir alle RS6. Gut, natürlich auch mit Software sind sie teilweise. Alle drei waren mit Software, der hier nicht. Kann man auf jeden Fall mal, ja, kann man nicht vergleichen eigentlich. Aber da kriegt man noch ein paar Infos, was jetzt leistungsmäßig und... Man kann sich ja das dann errechnen von den Leistungen, was das ausmacht. Mhm. Aber mich, der 4G, reißt es jetzt gerade bei mir voll raus. Jetzt hat er bei mir nochmal einen Pluspunkt. In diesem Sinne? Ja. Oh, es kommt auf jeden Fall noch ein RS6-Video mit ein paar Schönheiten. Noch nicht an die Leistung, weil ich mit der Leistung noch auf etwas warte. Warum, wieso, erzähle ich dann, wenn es soweit ist. Aber einfach ein paar optische Schönheiten. Drück nochmal den Knopf da unten kurz. Danke. Ja, ciao. Abonnieren? Ja. Ja. Also, ciao. Tschüss.